Mal schauen, ob uns hier wieder Verschlinger oder so besuchen. Ich hoffe jetzt mal nicht, aber... Ja, da warten die Ungeheuer auf uns. Die lieben Ertrunkenen. Schön in Reihe und Glied aufgestellt. Das ist besser, wenn man sie random spawnen lässt. Ach, das ist C4. Ah, okay. Leichengift, bla bla bla. Das heißt, die Najade bekommt es noch zurück. Wenn wir nochmal zur Najade kommen sollten. Das sind wieder die Verschlinger. Ob sich hier die Monster gegenseitig was tun? Keine Ahnung. Wir gehen jetzt auf jeden Fall mal hier außen rum und versuchen möglichst schnell dorthin zu kommen. Das sind die Ruinen. Die Musik ist halt echt schön. Bringt es nachts was hier zu sein? Nein. Dieser Leichnam ist schon lange hier, aber etwas hindert die Knochen am Verwesen. Ich würde mir wünschen, dass wir da irgendwie eine Quest draus ziehen könnten oder so, aber... Naja. Jetzt müssten wir bald dort sein. Ich denke, dann können wir sogar noch das Kapitel abschließen. Das dürfte jetzt kurz vor Ende des vierten Kapitels sein. Dann haben wir noch Kapitel 5 und den Epilog. Der Epilog dürfte ja nicht allzu lang dauern. Jetzt schauen wir einfach mal. Ist Julian da? Kann ich euch helfen? Eure Mutter lutscht Fragenschwänze. Mich juckt es jemanden. Geralt? Ich sollte Dagon erschlagen. Wie läuft es mit den Vodianoi? Die Sache ist erledigt. Trefflich. Das Fischvolk sollte kein Problem mehr sein. Jetzt seid ihr an der Reihe, euer Versprechen einzulösen. Ich trenne mich nur ungern davon, aber versprochen ist versprochen. Der Diamant gehört euch. Lebt wohl. Die Frage ist, wo werden uns diese Sachen hingestopft, wenn wir sie nicht aufnehmen können? Bekommen wir sie dann trotzdem irgendwie? Oder liegt er dann am Boden, oder? Ah. Keine Herausforderer? Okay. Einen riesigen Diamanten haben wir hier aber jetzt nicht. Mich juckt es, jemanden zu. Geralt? Ja. Ich brauche eure Hilfe. Gut, raus damit. Ich brauche ein Gedicht. Eine Ballade. Kein Problem. Aber wenn ich es richtig machen soll, muss ich wissen, für wen. Alina. Soll sie nicht übermorgen heiraten? Nicht mehr. Also, worüber soll ich schreiben? Über den Tod, Rittersporn. Alina ist tot und ihr Geist wandelt tagsüber auf den Feldern umher. Wir müssen ihr irgendwie begreiflich machen, dass sie nicht mehr zu den Lebenden gehört. Das ist kein alltäglicher Auftrag. Aber schließlich bin ich Profi. Gibt es irgendwelche Vorgaben? Provoziert sie nicht und keine Witze. Sie ist gefährlich. Ich brauche Zeit.
Ihr habt Zeit bis Sonnenuntergang. Trefft euch vor Einbruch der Dämmerung auf den Feldern mit mir. Gut. Kann ich euch helfen? Habt ihr Zimmer frei? 5 Orens. Gehen wir nochmal schlafen. Ja, wir haben ein paar Talente noch. Kann ich hier eigentlich... Bestärken wir unser Silber. Das kann uns nicht schaden. Okay, wir haben hier noch 1 offen. So, ich kann hier mal einfach ein bisschen verteilen. Theoretisch benutzen wir eh nur Art, aber wir haben keine Silbertalente mehr. Intelligenz, dafür brauchen wir ein Muttergen. Fordert ein Silbertalent. Wir haben ja halt überall schon voll. Naja. Versuchen wir einfach noch alles loszuwerden irgendwo. Okay, haben wir. Dann meditieren wir bis Sonnenuntergang. Dann schauen wir, dass wir da jetzt hingehen. Zeit, dass wir das abschließen. Also ab auf die Felder. Gut, dass wir immer noch das Öl auf dem Schwert haben. Zumindest rein optisch haben wir es drauf, den Farbklecks. Schauen wir mal. Der Sporn müsste hier ja auf uns warten. Und jetzt müssen beide aufeinandertreffen, scheinbar. Irgendwie verstehe ich noch nicht so ganz, was der Sinn dahinter ist, was wir jetzt gerade tun, weil... An sich erreichen wir doch damit gar nichts. Adam hat sich selbst aus dem Viertel gejagt. Naja. Schauen wir mal, dass wir... Geralt? Ja. Was macht das Gedicht? Können wir das nicht morgen machen? Zu spät. Ihr müsst improvisieren. Meister Rittersporn, ihr sollt zu meiner Hochzeit aufspielen. Werte Dame, Geralt und ich haben ein kurzes Gedicht für 2 Stimmen verfasst. Möchtet ihr es gerne hören? Was? Fahrt fort! Die Lippen versiegelt, die Augen leer, die Brust eiskalt. Sein Herz schlägt nicht mehr. Noch in dieser Welt? Doch kein Teil mehr von ihr. Kein Bettler, kein Bote. Wer ist dieser Mann? Ein Leichnam. Ihr seid der Leichnam. Werte Dame, verzeiht. Eine Hornisse hat meinen Freund ins Ohr gestochen und ihr Gift ist ihm ins Hirn gesickert. Leichnam reimt sich wirklich perfekt auf Bote. Geralt, versucht es nochmal. Die Lippen versiegelt, die Augen leer, die Brust eiskalt. Sein Herz schlägt nicht mehr. Noch in dieser Welt? Doch kein Teil mehr von ihr. Kein Bettler, kein Bote. Wer ist dieser Mann? Ah, okay, jetzt verstehe ich. Der Tote.
Neues Leben entsteht, wo es Hoffnung gibt und Glück. Seine Seele erstrahlt, denn die Erinnerung vergisst ihn nicht. Der Tote kehrt ins Land seiner Jugend zurück und sucht der Liebsten Gesicht. Seine Brust hebt sich, bleibt jedoch kalt. Die Lippen geöffnet, ein Blick hat geglänzt, in die Welt zurückgekehrt, doch in des Todes Griff. Wer ist dieser Mann? Alles klar. Die Welt zurückgekehrt. Ein Gespenst. Hört auf! Hört auf! Selina hat mich getötet. Meine Seele wird erst Frieden finden, wenn ich gerecht bin. Alles klar. Interessant. Alina, ich bin's. Selina, wie du siehst, bist du gerecht worden. Selina, gib nicht dir die Schuld. Ich weiß, du wolltest mich nicht töten. Ich bereue es so sehr. Aber es gibt Gerechtigkeit. Ich bin verdammt, bis ans Ende der Zeit nachts über die Felder zu wandeln. Vielleicht. Aber wenn wir den Fluch aufheben könnten, sehe ich keinen Grund, wieso wir nicht... Helft ihr mir, Hexe? Ich werde es versuchen. Warum habe ich Abigail gerettet? Waren ihre Ehre oder ihre Tugend in Gefahr? Nein, weil das Gesetz gebrochen wurde? Nein. Habe ich das kleinere Übel gewählt? Nein. Der Geistliche und seine Schäfchen trafen eine Entscheidung. Ich bin eine Hexe. Ich richte nicht und ich strafe nicht. Ich löse die Probleme der Menschen nicht immer mit dem Schwert. Ja, was soll ich jetzt tun? Meine Quest ist abgeschlossen. Ich sollte zu Julian gehen. Alles klar. Achso, und wir müssen noch zum Fischer ihm den Brief geben. Das heißt, wir gehen jetzt erst nochmal zurück. Diesmal erschrecken wir uns wegen den Wölfen nicht. Aber wir müssen dem Fischer den Brief geben. Und wir müssen noch zu der Najade. Und das können wir alles gleich noch in dem einen kurzen Wegstück machen. Jetzt kriegen wir gleich wieder Wölfe an den Hals gehetzt. Mal schauen. Aber wir haben ja damit jetzt nicht so ein großes Problem. So. Alvin geht ja hier überall mit uns hin. Da sind die Wölfe wieder, vor denen ich mich letztes Mal so erschrocken habe. Und jetzt wieder. Diese Musik. Warum erschrecke ich mich? Stirbst du nicht einfach? Mein Gott. Die Viecher sollen aufhören, mich so gnadenlos zu erschrecken. Okay. Geralt, ich bin nicht überrascht, euch zu sehen. Ich bin es, Chiriadan. Erkennt ihr mich? Chiriadan? Offenbar nicht. Ihr wart beschäftigt. Es ist eine Weile her. Stimmt, Geralt. Und was ist dabei rausgekommen? Nur Chaos. Keine Integration. Man arbeitet hart, zahlt Steuern. Dann kommen die Pogrome. Man flieht, während sie einem die Taverne niederbrennen. Es sind schwere Zeiten. Schön, dass ihr hier seid. Ja, ich habe keine Ahnung, wer dieser Typ ist. Was macht ihr hier? Das gleiche wie alle anderen auch. Ich esse Beeren und träume von meinem Platz auf der Erde. Versucht etwas anderes. Freischarlerkrieg kann gefährlich sein. Ich hab's überlebt. Die Menschen hinderten mich daran, so zu leben, wie ich es wollte. Es sind elende Zeiten. Hinter jeder Ecke lauert neues Pech. Lebt wohl. Dann hat das alles nur ein Ende. Ihr kommt doch aus der Höhle.
Catmull, fahrt gern. Seid gegrüßt. Wer seid ihr? Im Chaos des Krieges ist wenigen an Schönheit und Harmonie gelegen. Ich sorge dafür, dass die Schönheit nicht von der Welt verschwindet. Ich fertige Objekte nach den Wünschen der Kunden an. Ihr seid ein Handwerker? Handwerker produzieren nur Nützliches. Die Schönheit meiner Arbeiten würde selbst einen Toten rühren. Ich suche nach Informationen über Rabes Rüstung. Die legendäre Hexerrüstung. Sie hat einzigartige magische Eigenschaften. Ich bin ganz Ohr. Sie wurde in den Werkstätten der Gnome hergestellt, aber von Elfen vollendet. Sangesmeister Tian Sail interessierte sich für Rabes Rüstung, arbeitete 12 Tage ununterbrochen daran und begleitete jeden Hieb seines Meißels mit einem Lied der Macht. Laut der Legende sang die Rüstung im Kampf ein Siegeslied für Rabe, was seine Zuversicht stärkte und ihn beruhigte. Eine schöne Geschichte. Wisst ihr, ob noch Aufzeichnungen über diese Lieder existieren? Ich an eurer Stelle würde in Grüften danach suchen. Finde die Gruft des elfischen Sangesmeisters. Objekte, die ihm zu Lebzeiten gehörten, müssten in seinem Sarkophag oder in der Nähe liegen. Alles klar. Ja. Hier sind ziemlich viele von euch. Wir sind aus Vizima entkommen. Die Verwundeten und Kranken liegen in der Höhle. Wenn ihr wollt, könnt ihr mit unserer Anführerin Toruwil sprechen. Haben die Bewohner hier Ärger gemacht? Die Herren des Sees herrscht in diesem Land. Hier sind wir sicher. Aber ich habe von einem Konflikt mit den Wotjanoi gehört. Und die Herrin des Sees ist? Die Göttin dieses Landes. Hört auf des Wassers Rauschen, der Bäume flüstern, seht das Getreide wogen, die lächelnden Leute. Dann spürt ihr es auch. Ich glaube, ich weiß, was ihr meint. Ihr werdet es verstehen, wenn ihr sie kennenlernt. Lebt wohl. Ah, schön. Das heißt, ja, okay, ja, jetzt hier oben. Wow, jetzt. Nicht im Ernst. Seid gegrüßt, Geralt. Seid gegrüßt, Elfin. Habt ihr mich vergessen? Seit unserer letzten Begegnung am Ende der Welt ist viel Zeit vergangen. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Das macht nichts. Man nennt mich Toruwil und es freut mich, euch wiederzusehen. Mich auch. Was führt euch hierher? Ihr sagtet, wir wären uns bereits begegnet. Im Dol Blatana, dem Blumental, einem wunderschönen Fleckchen. Ich gab Rittersporn die Laute, die er heute spielt. Unsere Begegnung veränderte mich. Einst hasste ich die Menschen ausnahmslos. Aber eure Worte säten Zweifel in mir. Als der Krieg all diesen Hass mit sich brachte, begriff ich, dass es einen anderen Weg gibt. Das freut mich. Mich auch, Hexer. Es ist schön, dass nicht alle Elfen so sind wie die, die wir bisher kennengelernt haben. Kann ich euch irgendwie helfen? Oh ja, wir sind verwundet und hungrig. Die Verhandlungen mit den Bauern sind nicht gut gelaufen. Alles, was uns noch bleibt, ist unsere Würde. Was kann ich tun? Ihr könntet etwas frisches Brot kaufen. 20 Ohrens müssten für 5 Laibe reichen. Ich bin gleich wieder da. Sie scheinen offenbar nicht wirklich was zu bekommen. Naja. Dann besuchen wir unseren netten Fischer, der noch hier draußen sitzt. Wahrscheinlich eher nicht. Ach, der streunt da hinten sogar noch rum. Ja. Ja, vielleicht soll ich die Brücke nehmen. Wäre eine gute Sache. Ich möchte einen Brief nach Vizima schicken. Danke. Passt auf euch auf. Gut. Das heißt, ein Brief müsste
zu Shan gekommen. Da ist das Mädel wieder. Ich hoffe, ich finde die Najade. Die müsste ja bei ihrem Lager sitzen. Da ist sie. Bekommt sie das, was sie haben wollte? Reden wir. Ich habe eure Halskette. Wundervoll. Und jetzt eure Belohnung. Ich kann euch ein Buch über die Wodjanoi oder eine Erdrune anbieten. Oder, wann immer es erforderlich ist, eure Wunden versorgen. Das Patient auf Lebenszeit ist cool, aber wir sind halt nicht die ganze Zeit hier. Das ist das Problem. Erzählt mir mehr über die Belohnungen. Das Buch über die Wodjanoi enthält Wissen über alle Arten von Fischvolk, denen ihr begegnen könnt. Die Erdrune verbessert euer Schwert. Wählt ihr mich, behandle ich eure Wunden, wann immer es nötig ist. Ich wäre gern euer Patient auf Lebenszeit. Ich wusste, ihr würdet euch dafür entscheiden. Jedes Mal, wenn ihr zu mir kommt, versorge ich eure Wunden. Danke. Nehmt dieses Präsent als Andenken mit. Das Amulett beschützt euch vor Ertrunkenen. Interessant. Aber ja, man sieht, wir kommen doch langsam vorwärts. Wir sollen noch Brot kaufen, aber ich glaube nicht, dass wir das noch tun werden. Wir werden uns jetzt darum kümmern, dass wir mit Julian sprechen. Bäcker werde ich jetzt nicht mehr suchen und wir werden schauen, dass wir hier möglichst schnell wieder wegkommen und wieder zurück in die Stadt. Da ist wieder die Wyvern. Jetzt sieht man immer aus dem Himmel herunterfliegen. Kann ich jetzt eigentlich wieder mit dem... Nee, egal, ich probier's gar nicht erst. Hat überhaupt keinen Sinn.